Aber wir sind nicht auf den Sand gekommen, der hier neben uns ist. Wo sind wir jetzt? Hab gar nicht aufgepasst. Auf jeden Fall in Amerika. Na, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ziehen wir gerade alle weg. Ich bremse schon die ganze Zeit ab. Habt ihr bestimmt mitbekommen, ey, aus Sicherheit. Aber ich habe keinen Bock, hier den jetzt noch gegen die Wand zu hauen. Okay, das war's dann mit der Runde gleich. Gleich haben wir es geschafft. Ja, komm, die haben wir doch mal richtig überm Hocker gezogen. Ja, aber läuft doch ganz, ganz gut. Also, war auf jeden Fall ein gutes Rennen. Erstes Rennen mit dem BMW, gleich erster Platz. Also mit dem BMW, mit dem Z4. Credit-Bonus von 25%, ja toll. Ich glaube, Marvin und ich, oder was heißt ich glaube, wir werden den auf jeden Fall kaufen, weil ich habe ja so angesprochen, deutsche Autos werden wir uns kaufen. Aber jetzt nicht nur, also wir werden schon noch ein bisschen Abwechslung reinbringen. Zum Beispiel, ein Auto muss dabei sein, und zwar ist es der Bugatti Veyron. Der wird auf jeden Fall dabei sein, den werden wir uns auf jeden Fall kaufen. 1 Million kostet da hier, glaube ich, ich weiß nicht. Hab letztens Forza 3 gezockt, da hat er 1 Million gekostet. So, ja, jetzt wieder aus dem Cockpit, wie gesagt. Und pass auf, gleich bremsen wir wieder, natürlich. Alter, das ist unglaublich, wirklich, ohne Witz. Bremsen die so ab, dass man ja schon fast stehen kann. Gut, wir sind wieder auf dem chilligen ersten Platz. Ach, wieder die gleiche Straße. Warum ist das wieder die gleiche Strecke? Ja, guck, jetzt, das war so klar. Jetzt bin ich da mal ein bisschen mit bisschen mehr Tempo reingefahren in die Kurve und hat uns gleich rausgerissen. Jetzt hier die Kurve, die ist eklig, meine. Also ich finde die echt hammer eklig, die Kurve. Aber die ist doch gerade ganz gut. Und fuck. Aber wir hatten zum Glück noch nicht, also wir hatten noch nicht die Situation, dass wir uns gedreht haben. Also richtig einmal rum. Das wäre nämlich total, Alter. Das wäre so öde, wäre das. Achso, Leute, von mir auf jeden Fall noch ein frohes Neues, das habe ich total vergessen. Aber war ja schon wieder soweit, 2012 ist um. 2013 hat begonnen. Weil es kommt ein bisschen verspätet von mir, das frohe Neue. Aber ich konnte mich halt auch nicht früher melden, ich hatte noch ein bisschen mit der Schule zu tun. Ist ja Hausaufgaben und alles. Aber jetzt habt ihr es von mir auch auf jeden Fall gehört. Und ja, lieber zu spät als gar nicht, würde ich sagen. Silvester lief bei mir gut, also ja, ich habe mit dem Brotherhood Live Team gefeiert, also Marvin war dabei, Justin war dabei, haben wir hier in Berlin gefeiert, also hat Fun gemacht, ey. Hätte ich nicht gedacht, dass es so lustig wird, weil wir sind in einer Gegend, wo es recht laut wird vom Knallen her, wo auch, also da kann man deutsche Böller, exakt legale Böller, sind eigentlich ja, nicht zu hören dort. Wir sind da ein bisschen abseits gegangen, auch mit ein paar anderen Leuten. War aber doch sehr krass, hat auf jeden Fall Laune gemacht. Ja, nächstes Jahr werde ich dann wieder mit denen sein und ja. Scheiße, jetzt habe ich es angesprochen mit dem Drehen und schon wäre es fast so weit gewesen, Mann. Und die Führung wäre dahin. Das lassen wir, ne, kannst du gleich vergessen hier hinter mir. Denkt auch, wir schenken ihnen jetzt die Führung. Ein bisschen Hütchen noch wegfahren. Ja, wo war ich gerade? Silvester. Aber was soll ich denn sagen? Eigentlich hatten wir ein Silvester-Special vor. Und zwar mit Call of Duty, wäre ganz lustig gewesen. Wir hatten so eine Idee, dass... Scheiße, jetzt habe ich die Kurve aber verpatzt. Ey, immer wenn ich laber, wirklich. Und die Bremsscheibe ist, glaube ich, beschädigt.
Am linken Vorderrad. Ein bisschen, ja. Also, nochmal. Bumm. Ich glaub's ja wohl nicht. In der letzten Runde noch so ein Patzer. Alter, ich könnte mir gerade eine geben, ey, ohne Witz. Sie wohnt Zweiter. Ey, der lacht sich jetzt da bestimmt ein, der Erste, ey. Na, wenigstens ein Credit-Bonus von 100%. Ja, jetzt ist es noch auf 50 gegangen. Ihm stand doch da 100. Naja, gut, ich hoffe, wir haben die Meisterschaft trotzdem. Ja, gut, mit dem Platz 1 beendet. So muss es laufen. Wäre jetzt auch ärgerlich, wenn nicht, wegen diesem kleinen Fehler. Genau, also nochmal. Silvester-Special hatten wir eigentlich vor. Und zwar wollten wir das mit Call of Duty machen und wollten eine Runde nur mit Explosionssachen spielen. Das heißt, Granatenwerferaufsatz, Sekundärwerfer, RPG. In Japan, okay. Aber wir fahren nicht den geilen Speedway dort. Also nochmal, wo war ich jetzt? Warte, lass mich kurz überlegen. Genau. Und dann Sekundärwaffe Small oder RPG oder sowas. Halt nur Explosionszeug. Wäre ganz lustig geworden. Hatten wir auch eigentlich alle Bock drauf, aber hat nicht so ganz geklappt, weil bei Justin war die Internetleitung weg. Die ging gar nicht mehr. Da hat der Internetanbieter einen Fehler gemacht. Oder eher gesagt, es wurde mit einem Polenböller weggesprengt, dieser Kasten dort. Und somit war dort im ganzen Bereich von diesem Internetanbieter kein Internetzugang verfügbar. War natürlich ärgerlich. Aber wir werden das wahrscheinlich dann trotzdem mal bringen, so als Special. Irgendwann andermal. Wir gehen wieder in die Third Person. Ja, und ich würde sagen, wir konzentrieren uns jetzt einfach mal hier auf das Geschehen. Okay, da vorne kommt gleich wieder eine enge Kurve. Wir sind schon auf Platz 3 und jetzt bremsen sie alle. Wir bremsen auch mal sicherheitshalber. Und danke, du Vollidiot. So, wir fahren ein bisschen über den Rasen. Ah, Mann, ey. Ich komme hier nicht vorbei an den. Ja, jetzt haben sie sich wieder ein bisschen Vorsprung rausgefahren. Ey, ich kann die japanischen Strecken nicht leiden, Leute, muss ich euch echt mal sagen. Mann, ey, jetzt geh mal weg hier, du Drecks-Toyota. Ist ja kein Wunder, dass der hier auf der Strecke so gut fahren kann, ey. Denn es ist ja auch sein Land. So, komm, jetzt holen wir uns den aber, ey. Jetzt fahren wir mal die M-Power von BMW aus und dann haben wir den. Ist doch ein Toyota, oder? Muss ich mal gucken, kurz gucken. Ist ein Spirit Air? Ja, ich glaube, das ist ein Toyota, also. Geh mal kurz in die Cockpit-Perspektive. Ne, ist ein Mazda? Ist das ein Mazda? Keine Ahnung. Geil. Habe ich mich schon gefragt, wann der bitte dort bremst. Das sah mir schon so komisch aus. Wir sind auf Platz 2. Der Erste, der düst gerade ein bisschen weg. Hier in der Kurve holen wir uns den jetzt. Oder kommen näher ran, würde ich mal sagen. Weil Platz 1... Den will ich haben, den ersten Platz. Ich sehe das nicht ein, dass ich wieder Zweiter werde. Geschweige denn Dritter. Okay, doch, der zieht ganz schön weg. Was ist denn das? Ein Subaru. Und zack, abbremsen. Ey, ich komme immer irgendwie mit zwei Reifen auf die Seiten, keine Ahnung wie die Teile heißen, aber auf jeden Fall auf die Wiese, sagen wir mal, das ist verständlich. Hier sind wir leider ist unser Heck ein bisschen ausgedriftet. Ah, was haben wir denn hier? Verstehe ich eh alles nicht. Und ich glaube, die Kurve haben wir ein bisschen zu spät genommen. Nee.
Haben wir nicht, aber wir sind halt wieder sehr blöd gefahren. Also ich bin da so doof rübergefahren. Aber hier durch so einen kleinen Tunnel zu fahren ist immer geil. Der Sound dann immer haut richtig rein. So, jetzt wieder M-Power ausfahren hier. Und ein bisschen bremsen. Ja, komm. Ich glaube, jetzt sind wir ein bisschen rangekommen. Sieht auf jeden Fall so aus. Ich glaube, der zieht uns immer auf den Geraden irgendwie weg. Guckt euch das an. Ja, geil. Ey, ohne Witz, ich hab mich wieder mal gefragt, wann will der eigentlich bremsen? Ey, komm, jetzt habe ich doch die Kurve echt geil geschnitten und außerdem noch gut abgebremst vorher. Ah, der wird sich jetzt ärgern. In Runde 2 macht er noch so einen Fehler und wird deswegen, weiß was ich, welcher Platz. Wir gucken uns das jetzt mal an, auf welchem Platz der gelandet ist. Okay, mal sehen, wo ist er denn? Subaru hat er. Okay, kann jetzt nicht unterscheiden, wer er ist. Der Yoshida, der M. Yoshida oder der A. Takahashi. Haben nämlich beide in Subaru gefahren. Na gut, ist er Platz 3 oder Platz 4 geworden. Ist natürlich ärgerlich, ne? Komm, Fahrerlevel-Bonus. Ja, 25%. Ah, ne, 50%. Das wechselt echt immer noch kurz vor Ende. Und wir kriegen ein neues Auto, modernes Design und alle Tuning-Teile von BMW sind um 100% billiger. Coole Sache. Ein VW Scirocco. Ich meine, ich habe ja angekündigt mit den deutschen Wagen, deswegen könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, welchen ich hier nehme. Richtig, den Scirocco ist ganz klar, ne? Mal den Weiß mal. Den Weißen haben wir noch gar nicht. Ich glaube, dunkelblau. Das Grüne ist hier. Oh, das sticht doch in den Augen. Wir nehmen dunkelblau. Ja, haben wir abgeschlossen, die Asia-Tour. Das heutige Rennen findet in der Hitze des Sedona Raceway Park statt. Das ist cool. Oh nee, ich doch nicht cool, Leute. Gut, die Strecke geht noch. Da gibt es nämlich eine Strecke, die hasse ich. So, erstmal kurz was gucken möchte ich gerne. Und zwar, ich habe noch kurz eine Frage an euch, Leute. Wegen den Lackieren. Man kann sich ja so eine geilen Lackierungen aus dem Internet runterladen oder eher gesagt, dass andere Leute die erstellen. Schreibt mir da bitte in die Kommentare, ob ich das während dem Let's Play machen soll oder lieber offline und ich dann euch das Auto einfach im Let's Play dann zeige. Während wir ein Rennen fahren oder so, dann zeige ich euch halt mal kurz das Design und alles. Ich suche mir dann jetzt aus oder wollt ihr da dabei sein? Schreibt es einfach in die Kommentare. Was mache ich denn jetzt hier? Auf Upgrade wollte ich mal schnell gehen, Upgrade Shop, und wir gucken jetzt, also vorher habe ich ja nicht so gut aufgepasst. Jetzt werden wir mal probieren, so ist er wieder schon zu hoch. Tun wir ihn erstmal so, weil ihr seht da oben rechts, da steht B-Klasse 498. Und wir versuchen den jetzt bis 499 zu kriegen. Und wenn wir halt in im 500er Bereich sind, dann sind wir schon in der A-Klasse. Und ich will den hier lieber in der B-Klasse behalten. A-Klassen-Auto haben wir ja schon. Außerdem kommen da später noch viele A-Klassen dazu, wie zum Beispiel der BMW M6. Und hier noch besser. Warte mal kurz. Gut, doch, das nehmen wir. Damit kriegen wir 2 kW mehr. Ist zwar nicht gerade bedeutend. Aber wir haben einen 500er B500 BMW. Also von der Klasse her bleibt natürlich trotzdem BMW Z4, ist ganz klar. Gut, dann haben wir noch ein Rennen. Wir weihen mal gleich das neue Auto ein, den VW Scirocco. Wo ist er denn jetzt? Da ist er doch. Auto ansehen, Auto verkaufen, Auto ersteigern. Einsteigen.
Und auf geht's zum Rennen, Welttournee.